Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow und dem mächtigen Numidien. Im letzten Part haben wir uns weiter um Ägypten gekümmert und ich denke, wir könnten jetzt eigentlich auch mal noch hier vielleicht den einen oder anderen Spion mitnehmen. Ist da schon einer drin? Da ist schon einer drin, ne? Genau. Ja, ich möchte jetzt ganz gerne noch ein bisschen weiter gegen Karthago vorgehen, damit wir so demnächst dann auch mal die... Ja, ich spioniere den mal aus. Wenn du es nicht überlebst, dann ist es halt so. Wie ist das bei dir? Komm hier. So ein bisschen Skillpunkte sollten wir bei den Spionen schon trainieren. Und ein bisschen Schwund ist da halt einfach immer. Müssen wir mal gucken. Ansonsten das hier. Ja, das sind die Skipionen. Okay, alles klar. Dann können wir da eigentlich auch schon weg. Und noch den Burschen hier nochmal ausspionieren. Da werden wir wahrscheinlich den einen oder anderen Spion verlieren. Ah, der ist schon 51. Naja, gut. Also, das hier, das können wir alles relativ gut sichern. In Karthago werden wir bald mal ein paar Bauern rekrutieren. Das könnten wir vielleicht sogar auch mal so schon machen. Der Grund bei der Sache ist, ich würde gerne meine anderen Städte ein bisschen zum Wachstum anregen. Das kommt noch alles, wird noch alles geschehen. Und wir bauen hier noch ein bisschen was. Und dann gehen wir nochmal ganz schnell durch die Städte durch. Mal gerade gucken. Ja, hier fehlt noch. Ja, die Kavalleriestelle fehlen noch. Was bekomme ich dadurch? Numidische Kamelreiter-Kavallerie und Langschild-Kavallerie. Vielleicht wäre das noch was, ne? Naja, mal gucken. Machen wir die zwei Sachen weg und packen wir mal noch die Kavalleriestelle rein. Das kannst du ja immer noch hinten dran packen. Ansonsten sind wir gut aufgestellt. Pack mir da nochmal hier ein bisschen was rein. Ich möchte mein Geld so nach Möglichkeiten immer ausgeben. Bin ein großer Freund davon, wenn man wenig Geld hier in der Kasse hat, weil sonst könnte es tatsächlich passieren, dass unsere Einheiten schlechte Traits, sogenannte Traits eben bekommen, schlechte Eigenschaften. Das wollen wir natürlich nicht. Wir sind gerade dabei, unseren Vormarsch auf Jerusalem zu starten. Da sind wir auch schon drin. 58%, dass die Tore offen stehen, aber ich denke, wir werden diese Siedlung ganz regulär belagern müssen. Verstärkung ist auch noch unterwegs. Und dann haben wir da ganz gut was am Start. Ja, ansonsten bekommen wir hier keine... Ansonsten bekommen wir hier keine Verstärkung. Mal abwarten, was in der nächsten Runde passiert. Wir werden versuchen, die Ägypter auf eine Siedlung runterzubringen. Hervorragend, da ist sogar das Tor schon auf. Komm doch du mal noch mit dazu. Und du am besten auch. Und dann haben wir hier einen ganz schönen Trupp, mit dem wir auch die gegnerischen Einheiten angehen können. Und lauf du mal noch hier hin. Was ist diplomatisch passiert? Krieg, Armenien und Parthien. Und dann ist das Bündnis mit Pontus auch schon wieder hinüber, weil Armenien offenbar der Aggressor war. In Chirta holen wir uns vielleicht noch einen Bauern oder gehen wir mit dem Steuersatz runter? Ja, wir gehen mit dem Steuersatz runter. Okay. Also, erste Spionage. Passt. Zweite Spionage. Passt. Dritte Spionage. Halt, stopp. Passt auch. Gut, okay. Ich hoffe mal, die haben... Er hat jetzt nur einer ein Merkmal gekriegt, okay. Muss man noch schauen, was wir hier genau machen. Du hierhin. Und dann geht's hier schon weiter. Du gehst mal an Bord des Schiffes. Geh mal da hoch, vielleicht spielen wir mit denen gleich nochmal. Mal gucken. Genau, spionier du da noch ein bisschen. Ja, ich stelle gerade fest, hier klemmt eine Maustaste. Zwei Stück brauchen wir hier auf jeden Fall.
Rekrutierungsbericht schenken wir uns, Baubericht schenken wir uns. Es gibt eine solche in Makedonien und Archimedes hat die Handpumpe erfunden. Hervorragend. Okay, ja, es gibt mal wieder hier sehr viele Rebellen. Da müssen wir uns halt irgendwann nochmal mit unserem General drum kümmern. Werden wir aber noch machen. Ich wollte mich außerdem noch... Ja, geh mal da rein. So. Wie machen wir das? Du gehst hier hin. So, du kümmerst dich dann mit denen hier rum. Komm du auch mit hier dazu. Und dann kümmern wir uns gleich mal hier um diese Rebellen. Fortbilden können wir die Kaff gar nicht hier. Das sollten wir dann aber hier machen. Eine zweite Kavallerieeinheit nehmen wir noch mit. Feine Sache. Okay. Ja, sieht ganz gut aus. Den da lassen wir auf. Das Fort brauchen wir nicht mehr an der Stelle. Achso, ich sollte meinen Timer vielleicht noch irgendwann starten. Was haltet ihr davon, ne? Bei euch geht es jetzt wieder so, haha, der Gönner überzieht dann wieder. Ja, ja, das werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich tun. So, dann gucken wir mal. Ja, ich glaube, wir greifen jetzt erstmal hier Jerusalem an. Das ist eine sehr, sehr große Armee. Viele Streitwagen vor allen Dingen drin, aber wir haben auch viele Bogenschützen. Im schlimmsten Falle müssen wir die Belagerung dann wieder abbrechen, aber wir werden ihm auf jeden Fall da ganz, ganz schwere Verluste zufügen. Weiß noch nicht, ob ich da wirklich so angreifen will, das müssen wir mal gucken. Heute mal ausnahmsweise dann ohne. Ansprache. Dann haben wir noch hier die Plänkler. Ja, und die haben wir auch drin. Achso, und die Beduinenbogenschützen haben wir ja auch noch. Haha, okay. Mach die mal auf lockere Formation. Gut, und mit dem Rest gucken wir dann. Ups. Na, irgendwie habe ich hier... Achso, ich habe noch, glaube ich, mein Silent Storm-Profil an. Hier, nimm die Beduinenbogenschützen noch mit. Autofeuer aus. Ich glaube, wir verlieren hier ein paar durch die Schleuderer. Machen wir mal etwas schneller. So, die Bogenschützen bitte auch ohne Autofeuer. Ja, er kommt nicht näher, leider, ne? Können wir ihn mal anlocken? Ja, die Steinschleuderer schießen den auf jeden Fall weg. Die haben schön viel Munition. Gut, okay. Tun, als würden wir hier. Eure Männer haben die Mauern eingenommen. Der Weg zum Sieg ist gesichert.
Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die Burschen da auch treffen. Nee, treffen wir leider nicht. Mach das Auto vor allem aus. Ja, sieht gut aus. So, wir locken den immer wieder schön hier vorne ran. Komisch, dass die Kavallerie von ihm nicht in Reichweite war. Naja, da haben wir jetzt aber mit den Bogenschützen schießen können, ne? Wir probieren hier noch ein bisschen aus. Genau, der Pharao, der soll ruhig noch ein bisschen näher kommen. Der wird wahrscheinlich selbst nur schießen wollen, ne? Ja, schieß ruhig auf die Plänkler, das ist mir relativ egal. Die Götter lächeln euch heute zu. Ah. Der feindliche General ist tot und seine Männer haben den Mut verloren. So muss das nämlich im Idealfall aussehen. Okay, den ersten haben wir schon mal. Okay, dann war die Einheit da schon mal weg. Komm, ab hier hin. Ah, jetzt will er nicht mehr. Ach komm. Befehle erfüllt, großer Herr. Schnell! Haha, wir kriegen sie. Hohoho. Komm ganz schnell da weg. Die einzigen Einheiten, vor denen ich sowas ähnliches wie Respekt habe, das sind die Generalseinheiten der Ägypter. Und bitte werft auch direkt eure Pila drauf. Sieht schon mal recht gut aus. Greift schnell an!
Dann schmeiße ich jetzt einfach mal meine Plänkler hier entgegen. Schade, ich habe den General noch nicht vollständig erwischt. Da hinten stehen ja auch noch Streitwagen. Naja, wenn ich nicht an den Bogenschützentürmen da oder an den Schützentürmen vorbei müsste, dann würde ich mir die fast mal angucken. Okay, kommt zurück. Ach Mist, der verfickte Plänkler-Modus. So, klick spammen. Pause. Ja, geht noch. Na, frontal gegen die Phalanx kämpfen sollten sie nicht, ne? Komm, trefft den mal, der steht direkt vor euch. Oh, da ist ja noch ein Streitwagen, ne? Oh nein, jetzt laufen die so doof. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Komm, 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 das muss die Infanterie machen. Okay, die Bogenschützen sind alle mit der Munition. Ah, diese Kacktröte, ey. Komm, die schafft ihr, ihr kriegt einen Bonus gegen Kaff. Auf den General. Da habt ihr noch einen.
Komm ab darüber. Ah, jetzt kommt er mit diesen. Ja, weil die halt nicht richtig laufen. Oh Gott, und du kämpfst frontal gegen die Phalanx, du Depp. Okay, jetzt haben wir sie. Ah, shit. So ein Dreck. Naja, okay, wenn ich so eine Wüsteninfanterie verliere, ist das nicht weiter schlimm. Warum stehen die Steinschleuderer da drauf? Auf der Piazza. Weg da! Ihr habt da nichts zu suchen. Man muss die Einheiten immer zu ihrem Glück zwingen, ne? Das ist ganz, 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 ganz gierig. Hier, auf der Seite vorbei, bitte. Ja, alles frontal in die Phalanx rein, natürlich. Ach Mann, ey, komm. Weg da, weg da, weg da, weg da. So. Feuer frei jetzt. Ah, kommt er weg. Die Steinschleuderer müssen die jetzt eigentlich komplett zusammenschießen. Gerade wenn die so rumlaufen, wie sie jetzt rumlaufen. Komm, der bewegt sich nicht. Genau, macht ihn platt. Und ist das da hinten? Steinschleuderer. Und zurück. Läuft doch. So, das war's. Wir beenden die Schlacht an der Stelle. Wow, 262 Mann verloren. Ja, das war ein bisschen problematisch mit der Wüsteninfanterie an der Stelle, ne? Das war nicht ganz so einfach. Aber ich meine, schaut euch das an, was der für eine heftige Armee da drin hatte zur Verteidigung. Ja, Bevölkerung ausradieren natürlich, wir brauchen das Geld. Das war schon richtig heftig, glaube ich. Also, das war nicht ohne. Ah, wir können ganz, ganz viel vor. Oh ja, sehr schön und hervorragend. Noch mit ausgebauten Kavalleriestellen, so muss das aussehen. Mächtiger General. Die bilden wir fort. Mächtiger General. Die Bogenschützen auch. Wir holen uns noch eine Wüsteninfanterie dazu. Ah, eine Einheit haben wir verloren, ne? Ja, eine Einheit Wüsteninfanterie haben wir verloren. Schade. Aber ist okay. Da können wir mit leben. Okay, die Fortbildung haben wir soweit. Das sieht doch gut aus. Der Tempel des Horus ist ziemlich gut. Ich glaube, den lassen wir sogar mal fast da. Und bauen stattdessen die Straßen aus, damit wir hier schneller agieren können. Nabatea und Sinai, okay, krass, ja.
Die Ägypter haben eine Menge Zeug geholt, aber die Seleukiden halten tatsächlich offenbar noch die Syrier. Interessant. Und wir haben damit einen neuen Handelsknotenpunkt eingerichtet, was mich sehr, sehr freut. Okay, und dann werde ich jetzt den Part an der Stelle beenden, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute und sage macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Pax vobiscum, valete.